Herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Es geht heute darum, wie man eine Besprechung plant und einen Link zu dieser Besprechung an eine definierte Gruppe über Outlook aussenden kann. Dazu klickt man hier oben rechts im Kalender. Man muss sich also im Kalender befinden, eine neue Besprechung an und bekommt das Fenster für die Besprechungsplanung angezeigt. Ich gebe hier einen Termin eine Testbesprechung an. Wichtig ist jetzt zumindest einen erforderlichen Teilnehmer anzugeben. Ich werde hier die Kollegin Berger dazu nehmen. Das ist deshalb wichtig, weil man sonst keinen Link bekommt. Man definiert dann noch die Uhrzeit und das Datum des Beginns und des Endes. Und kann hier noch Details für die Besprechung dazu schreiben. Im Grunde reicht das aber schon aus und man kann Senden klicken. Der Termin wird jetzt im eigenen Kalender angezeigt. Mit einem Doppelklick kann man diesen Termin nochmals öffnen und erhält jetzt im Detailsbereich hier herunten die Informationen, wie man an der Besprechung teilnehmen kann. Hinter diesen Infos ist ein Link hinterlegt. Einfach mit der Maus diesen Teil markieren, mit Steuerung C herauskopieren und beispielsweise jetzt ins Outlook wechseln und für heute einen Termin um 9 Uhr vereinbaren. Ich kann hier dann die ganzen Informationen eintragen und mit Steuerung V in den Detailbereich diesen Link an alle Beteiligten mitsenden, die ich hier über Teilnehmer einladen hinzufügen kann. Und wenn ich fertig bin damit, kann ich Speichern und Schließen sagen. Der Termin wird anschließend im Outlook angezeigt. Wenn es zur Terminteilnahme kommt, ist einfach der Termin zu öffnen, auf den Link drauf zu klicken und die Besprechung kann dann über Teilnehmen ausgewählt werden. Das funktioniert sowohl im Browser als auch im Microsoft Teams Web bzw. Windows Account. Ja, das war es grundsätzlich zum Aussenden von Terminen mit Outlook an eine bestimmte Teilnehmergruppe mit einem Link. Diese Besprechung entspricht einem Chat oder einer Videokonferenz in einer Chat-Umgebung, nur dass die Teilnehmer sich automatisch eben zu dieser Besprechung anmelden können. Herzlichen Dank.